Unboxing heute in der XXXL-Variante mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Über 20 Spielen auf jeden Fall. Viel Spaß dabei. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu diesem Mega Monster XXXL Unboxing. Wir haben hier ganz viele Spiele bekommen, die seht ihr nächste Woche in unserem Livestream. Und diese Spiele wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten und haben gesagt, okay, die packen wir jetzt aus und zwar im Schnelldurchlauf. Das heißt einfach nur, dass ihr ein bisschen was vom Material seht, euch einen Ersteindruck davon verschaffen könnt oder ja, so ein bisschen wisst, worum es geht, was da auf euch zukommt. Wir schauen da jetzt in jedes Spiel zusammen rein. Es könnte ein bisschen länger gehen, deswegen habe ich die ganzen Sprungmarken euch in die Videoinfo gepackt. Wir starten eher familiär und leicht und widmen uns dann den großen, schweren Spielen. Ich habe natürlich auch eine Überkopfkamera entsprechend für euch installiert. Das heißt, ihr solltet hier normalerweise auch genügend mitbekommen. Und der griechische Salat hier von Huch stürzt mir schon ab. Deswegen starten wir hier direkt mit Greek Salad, einfach ein gutes Rezept von Dror Schomrad. Jo, die Schachtel hätte noch kleiner sein dürfen. Einziger Kritikpunkt, den ich hier direkt habe bei diesem griechischen Salat. Und ich mag diese ganzen Kartenverschweißungen nicht, weil ich kriege die nie auf. Das fängt schon echt extrem gut an, weil diese Nipsis, ja, da ist er. Die brechen mir immer ab oder ich finde sie nicht. So. Was haben wir denn hier? Okay. Das ist jetzt ein Reaktionsspiel, oder? Wir haben hier Feta-Käse und Paprika, Gurken. Auf jeden Fall haben wir ein Salatspiel mit sehr kurzer kleiner Regel, mit entsprechend Gemüse. Gibt es auf der Rückseite? Nee, Rückseite ist Kartending. Die Karten zeigen Hauptzutaten für einen griechischen Salat. Tomaten, Salat, Gurke, Olive, Paprika, Zwiebel, Feta-Käse. Und die Spieler müssen das Gemüse im Salat hinzufügen. Bin gespannt, was sich dahinter verbirgt. Ein Spielchen für 2 bis 6 Spieler, 15 Minuten Spielzeit. Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ihr das im Stream sehen werdet. Dogman machen wir weiter für 2 bis 4 Spieler ab 5 Jahren. Das Hot Dogs, das Kartenspiel. Naja, ich mag ja Metallverpackungen gar nicht, muss ich ja ehrlich sagen. Und zwar liegt das meist daran, weil die finden im Regal keinen Platz. Und ich wieder die Öffnung nicht. Ah, es ist immer das Gleiche. Deswegen liegt hier ja ein Messer rum. Hot Dogs, das Kartenspiel. Ich bin mal gespannt, was sich dahinter verbirgt. Wir schauen da jetzt einfach gemeinsam rein. Naja, man kann diese Illustration lustig finden. Muss man aber nicht. Dreierlei, viererlei, fünferlei, nee, viererlei Hot Dogs. Und ein Polizeihund und eine Katze. Okay, keine Ahnung, ich kann mir nichts darunter vorstellen, wie wird das Ganze denn beworben. Hotman liebt Hot Dogs. Petey hat wieder einen seiner alten Tricks aus dem Hut gezaubert. Naja, es sind 64 Karten und eine Anleitung. Und diese Anleitung ist so kurz, dass wir das vermutlich auch im Stream 15 Minuten Spielzeit anspielen werden. Das heißt hier kurz und knapp. Und wir machen weiter. Little Factory von Sun und Aya Taguchi. Wir kennen die von Little Town. Und von, ich glaube, wie hieß das von Queen Games? Mit dem Avatar-Style. Ich weiß es gerade nicht mehr auswendig. Wir haben hier entsprechend 4 Tableaus. Ich gehe mal davon aus, für den ersten, für den zweiten, für den dritten und für den vierten Spieler. Entsprechend mit unterschiedlich Startgeld. Und jetzt pöppeln wir das direkt aus. Einfach nur, weil es geht. Und hier entsprechend nochmal ein paar Siegpunkte, gehe ich mal von aus. Zumindest sieht das so aus. Die kleine Fabrik. Keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen soll. Ich finde es nur gerade schade, dass hier schon wieder entsprechend das Innenleben gerissen ist. Das ist immer schade, wenn die Verlage zwar hier was innen rein machen, aber das dann doch den Transport nicht übersteht.
So, Little Factory ist ein 45-Minuten-Spiel für 2 bis 4 Spieler. Und da freut sich der Georg drauf, so viel kann ich schon vorwegnehmen. Hier haben wir Gebäude, wir haben hier Getreide, das sieht fast aus wie Stein oder Kartoffeln. Holz, vermutlich Stein. Dann haben wir hier vermutlich Baumwolle und, ne, das sind Steine. Was sind da das? Erz? Weiß es nicht. Dann haben wir hier weitere Ressourcen, die entsprechend hier weiter verarbeitet werden können. Ah, das sind dann die Stufe 2 Ressourcen, dann haben wir hier Stufe 3 und dann hier die Gebäude. Ich bin gespannt. Kleines, kompaktes Spiel. Wobei ich sagen muss, auch das hätte natürlich noch kleiner gepackt werden können. Und ihr wisst, ich bin da ja so ein bisschen auf dem Trip. Desto kleiner und voller, desto doller. So, schieben wir seitlich raus. Ich denke auch, Little Factory werdet ihr zu sehen bekommen. Auch zu sehen bekommen mit großer Wahrscheinlichkeit, weil ich liebe Kaffee und ich mag Kaffeespiele und ich habe ja noch nicht genügend in meiner Sammlung, deswegen Espresso Doppio, das erste Spiel, das echtes Kaffeegeschirr dabei hat. Allein schon deswegen absoluter Hingucker. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Manko, Plastiklöffel, okay. Wir haben also auch das Haar in der Suppe gefunden. Ja, hübsch. Kann man durchaus lassen. Dachte doch gerade irgendwie, das kann nicht alles gewesen sein. Wir haben hier Kaffeebohnen. Wenn das Kaffeebohnen darstellen sollen, die hätte man schöner machen können. Ah, die hätte man wirklich schöner machen können. So, machen wir mal hier kurz raus. Könnten auch einfach Siegpunkte sein in so bohnenähnlicher Form. Und auf das Spiel bin ich tatsächlich sehr gespannt, weil es ein Spiel für 1 bis 2 Spieler ist mit 30 Minuten Spielzeit. Und vor allem finde ich ja das Ein interessant, weil ich habe ja, was Solospiele und Kaffee betrifft, schon Coffee Roaster im Regal stehen. Und natürlich hierbei mein Interesse geweckt. Das ist eine Tischdecke. Okay, ich bin hin und weg von diesem Spiel. Ihr merkt schon. Eine Tischdecke, auf die wir die Tassen dann stellen werden. Ha! Geil. Das ist fancy. Karten. Ich habe noch keine Ahnung, was es bedeutet. Ich habe wirklich noch gar keine Ahnung von diesem Spiel. Ich weiß bloß, ich habe es gesehen, habe gesagt, Kaffee, ich bin immer dabei. Und wow, das ist ganz schön dick. Ein schnelles Spiel für 2 Kaffeefans ab 8 Jahren. Also es geht wohl hier darum, entsprechend Muster zu puzzeln. Und ich bin am überlegen, ob ich das nicht solo spielen werde. Denn wir werden eventuell nächste Woche das Vergnügen haben, dass ihr mich einen Tag solo im Stream erlebt. So, aber das ist noch nicht durch. Jetzt, wo kommen diese Markerchen hin? Was machen wir damit? Ich glaube, das mache ich jetzt hier ganz geschickt. So, und versuche die hier in die Espresso-Tasse reinzubekommen. Gucken, ob das alles gelingt. Oh, aber gerade so, hey. Und jetzt müsste das doch funktionieren, diese Tasse hier reinzustellen. Ja, das geht. Hervorragend. Geschafft. So, wird wieder zusammengeräumt. Das Kaffeegeschirr. Ich werde nicht mehr. Ich brauche dazu dringend einen Kaffee. Ah, wie gut, dass ich vorbereitet bin. Ah, ein schnelles Kaffeespiel werdet ihr definitiv auch sehen. So. Ihr habt natürlich auch heute die Chance, wenn euch ein Spiel besonders triggert, runterzuschreiben, ihr wollt es sehen. Figure It von Alexander Randolph oder Alex Randolph. Ein Knack den geheimen Code-Spiel. Alright, strange. Hier sind wirklich nur solche Teile dabei. Ah, und eine Anleitung. Verteilung der Zahlenblättchen. Und dann der jüngste Spieler fragt den Spieler links von sich nach einer Zahl von 1 bis 7. Also es scheint irgendwie um Code zu gehen. Ah, wir sehen quasi die eigenen Blättchen, die eigenen nicht, vor uns stehen und versuchen unseren Code zu erraten. Ah, okay. Könnte interessant sein. Mal schauen. Letztes Mal so ein Spiel gespielt, das war Simsala Bum. Oder zu Englisch Abracawat. So. Wieder drin in die Box.
das ist natürlich jetzt ein Spiel, ich glaube, das lebt tatsächlich davon, dass man es mit mindestens 3 Personen spielt und eben nicht zu zweit. So, schreibt in die Kommentare, wenn ihr es sehen wollt. So. Cool. Next one. Wir haben Last Message, das ist das nächste Spiel und in anderer Größe als Little Factory, obwohl es beides von Yellow ist. Ja, ich mag das ja, wenn Verlage 5erlei Größen machen, aber hier scheint es diesen Boards geschuldet zu sein. Oh je, Waldo lässt grüßen. Das sieht mir nach Wimmelbilder aus. Ganz schön viele Wimmelbilder. Ein Spielplan. Der ist ja crazy. Okay. 2 Filzstifte. Ein so ein Steinchen und eine Sanduhr. Und das Ganze ist für 3 bis 8 Spieler. Okay, das wird in der Kategorie Gruppenspiele gespielt werden von uns. 15 Minuten Spielzeit. Und das Spielziel ist, das Opfer hat 4 Runden, in denen es den Detektiven mit entsprechenden Hinweisen dabei hilft, die Identität des Täters zu ermitteln. Wenn ihr den Täter finden, gewinnen und die Detektive und das Opfer. Ah, okay. Wenn er nicht gefunden wird, Spiel verloren. Ja, das ist also dieses Deduktive. Kann ganz cool sein. Kann ganz cool sein. Wir werden mal sehen, wie das dann ist. So, auch auf die Seite. Stop the Robots haben wir hier. Mit Spracherkennung. Das ist ja was mich so ein bisschen schockiert, weil letztes Jahr kam da bei Hook das mit der Drohne und jetzt haben wir hier tatsächlich ein Walkie-Talkie. Vermutlich noch ohne Batterie. Muss man natürlich wieder entsprechend mit Saft befüllen. Wir haben hier nur echt nur Karten dabei. Dieses übergroße Walkie-Talkie. Sprecht mit euren virtuellen Partnern. Drei Batterien, vermutlich AA. Die Mission, Rätsel, Schwierigkeit der Level. Okay. Naja, ich glaube, wir werden uns das mal aus Prinzip kurz angucken, frei nach dem Motto, mal schauen, was das kann. Elektronisches Spielzeug bin ich ja immer sehr skeptisch, weil irgendwann gibt die Elektronik den Geist auf und dann sind die Spiele passé. So, das ist immer sehr, sehr, sehr schade, aber kann auch ganz witzig sein. Wir schauen es uns an. Wir machen weiter und gehen zu Moses über. Da haben wir hier Salto Vortale, Stadtland Rätsel, das clevere Wortspielbuch. 50 Themen und Lösungen für 1 bis 4 Spieler. Wir haben hier zum Beispiel Weltraumabenteuer, ehemaliger Bundespräsident. Ganz einfach rau, nicht billig, teuer. Im Bett, Decke, Spiegelwort, Anna, keine Ahnung, was damit gemeint ist, und eine seelische Verletzung mit 6 Buchstaben, keine Ahnung. Jetzt natürlich die Frage, wo findet man hier dann entsprechend die Lösung? Gibt es sie auf der Rückseite? Ich guck mal. Im Bett, okay. Ein bisschen anders wär's. Ja, möchte ich gar nicht spoilern. Kurz, knackig, es ist halt Kategorie Rätsel, Stadt, Land, Rätselbuch. Das passt irgendwie so ein bisschen. Ah, aber es passt nicht mit den Buchstaben. Ja, mal schauen. Kann man auch solo spielen? Ich weiß ja einige, die das super abfeiern, sowas. Jo, wir bleiben hier bei Moses und beim Schuber. Ich bin ja kein großer Fan von Plastikumverpackungen, aber ich bin auch kein Fan von diesen geklebten Sachen, weil, ich kann es jetzt mal versuchen, das bekommt man wenigstens hier gut weg. Ja, sollte man vielleicht tatsächlich gleich machen. Das machen ja inzwischen immer mehr Verlage, um das Plastik außenrum zu minimieren, was ich generell sehr gut finde und sehr befürworte, möchte ich an dieser Stelle gesagt haben, weil ich kein Fan von unnötigem Plastikmüll bin. Und allein das, was nur an Plastikmüll jetzt wieder in meiner Tonne landet, durch das Auspacken dieser Spiele, oh, da wird es mir schon ein bisschen übel. Das ist nicht wenig. Ja, wir haben hier mit die Seefahrt ins Ungewisse ein Knobel-Escape-Spiel, deswegen möchte ich hier gar nicht weiter reingucken.
außer euch eigentlich hier die Anleitung zeigen und dass da zwei Kartenpacks drin sind. Mehr zeige ich euch an dieser Stelle nicht. Und ich habe tatsächlich von diesen Escape-Spielen noch keins gespielt, bin deswegen auch sehr neugierig, wie das hier von Moses umgesetzt wurde. Circa 75 Minuten, 1 bis 4 Spieler, die Seefahrt ins Ungewisse. So, wir machen weiter mit kleinen Würfelspielen, beziehungsweise einem kleinen Würfelspiel, Rock the Bock. Und Moses hat ja auch so ein bisschen ein Faible für, nicht bloß für den Schuber, den ich absolut genial finde, immer noch und nach wie vor, sondern auch für so kleine Würfel. Ich denke da immer an Yucatan, das hat auch so kleine Würfel. Ja, und dann haben wir hier noch den Block. Oh, dieses Mal geht es ein bisschen schwerer raus. Der sieht aber groß aus. Oder wirkt es nur so? Und ja, das tierische Würfelspiel, ein regelrecht fieses Würfelspiel. Wir sind es ja gewohnt, kleine fiese Würfelspiele von Moses. Auch hier 2 bis 4 Spieler, 15 Minuten. Ich denke, da wird allein schon Dennis dafür plädieren, Rock the Bock auch zu spielen. Das heißt, das werdet ihr mit großer Wahrscheinlichkeit, denke ich, auch sehen. So, jetzt mache ich hier wieder den Kleber weg, weil hier war wieder geklebert. So, wenn es denn geht. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich. Also es geht ja tatsächlich bei manchen Spieleschachteln ganz schlecht runter. Kann natürlich auch am Kleber liegen. Anscheinend verwendet Moses hier tatsächlich sehr gutes Klebermaterial, dem er wirklich rückstandsfrei, ja, sieht man gar nichts, dass er welche dran war, entfernen kann. Da habe ich schon deutlich schlechtere gesehen. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier Picture Points. Und das ist ein schnelles Zeichenspiel und Rätselspiel. Es geht um Zeichnen. Man muss nicht zeichnen können, habe ich gehört, sondern man versucht entsprechend was zu malen und es muss dann, ich nehme jetzt mal hier eins raus, es muss dann die entsprechenden Kriterien erfüllen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Glühbirne rausnehme, wie würdet ihr schematisch eine Glühbirne malen? Also ich würde auf jeden Fall den Glühfaden malen. Ich könnte es jetzt natürlich auch direkt hier vormachen. Ich würde auf jeden Fall den Glühfaden malen, das Glas außenrum und unten das Gewinde anzeichnen. Die Glühwände, der Glaskolben, das Gewinde. So, ich habe die Wattzahl vergessen. So, mit der Wattzahl hätte ich jetzt natürlich richtig gut absahnen können. Das ist schon im Kerne Picture Points. So, gut, schon erklärt. Erinnert mich ein bisschen an das, wie heißt dieses Zeichenspiel, bei dem man auch sowas beschreiben muss, aber nicht weiß, was wichtig ist beim Beschreiben und die anderen nicht wissen, was ist wichtig beim Malen. Ich komme nicht mehr drauf. Naja, Wortspiele. Machen wir weiter. Das perfekte Wort, jeder Buchstabe zählt. Hier haben wir mal einen Schuber in Groß von Moses, das kommt ja eher selten vor. Und wir haben hier einen dicken Block wieder dabei. Wir haben eine Anleitung und wir haben hier Buchstaben. Einfach nur Buchstaben. So, Flödelüm und noch ein paar weitere Karten. Und hier geht es wohl darum, Wörter entsprechend einzutragen. Eine Sanduhr ist auch mit dabei, also für alle, die ein bisschen Zeitdruck brauchen. So macht ihr das Spiel startklar, so wird gespielt. Ihr spielt 9 Runden, deckt zu jeder Runde den obersten Buchstaben vom Nachziehstapel auf und legt sie mit der Zahlenseite nach oben daneben. Ah, okay. Wenn ich das jetzt richtig sehe, braucht man dann zum Beispiel T mit 9 Buchstaben, also ein Wort mit T, was 9 Buchstaben lang ist. Fällt mir jetzt gerade keins spontan ein. Mal schauen, ob wir uns das anschauen. Wortspiele sind immer so eine Sache. Für manche Gruppen passt das super gut. Und da spiele ich das auch gerne. Mal schauen, wie es mit meinen lieben Mitstreitern aussieht. Für 1 bis 6 Spieler und 15 Minuten Spielzeit. Auch wieder recht knackig. Ein Spiel, auf das ich mich super freue. Das ist bislang, hat es nur Georg. Wir haben nämlich hier ein Kneipenquiz in der Family Edition. Und ich finde ja Kneipenquiz, bislang habe ich das 2-mal gespielt und fand es beide Male sehr genial. Und hier laufen wir jetzt gegen Pommes an, gegen frisch-fruchtige Limo oder hier gegen einen Energy Drink. Das heißt natürlich deutlich familiärer gehalten und es gibt natürlich auch solche Fragen wie, welches Kinderbuch oder Fernsehserienheld findest du am besten? Natürlich kann man ja auch gegen Hot Chili, gegen Eule, Sodawasser, Futterfritte, Senf, Mayo, ja, wir haben hier großartige Auswahl und hier unten auch nochmal ein paar, na, kommt schon raus, die Pappaufsteller für die entsprechenden Charakterkarten. So, fast geht's quer rein. Muss man sich ein bisschen behelfen.
wie man das dann sauber verstaut. Die Karten am besten auf eine Seite die bereits gespielten und auf eine Seite die ungespielten. Ich muss ganz ehrlich sagen, Kneipenquiz, wer es nicht kennt, anschauen, lohnt sich. Wirklich tolles, tolles Prinzip und System. Weiteres Spiel. Krakwa, entkomme den tierischen Tentakeln. Und hierbei ist es ein kooperatives Familienspiel für 2 bis 4 Spieler. Und das Ganze ist ab 8 Jahren. Was hier beworben wird, ist tatsächlich die Tatsache, dass wir hier einen umklappbaren Plan haben. Also wir haben hier erstmal 3 Stanzbögen mit Flippenwürfeln wählen, drehen. Okay. Sieht ja schon cool aus, wenn einem da ein Krake anschaut. Man läuft quasi hier los, wenn ich das richtig weiß, beim Start. Und klappt das hier auf und dann wird hier das weiter geklappt und das. Und dadurch ändert sich quasi der Weg. Also wir laufen hier nicht vom Start ins Ziel, das geht ja gar nicht. Wir laufen vom Start hier los, dann wird das hier rüber geklappt und wir laufen diesen Weg hier hinten. Und dann klappen wir das hier rüber, um bis ins Ziel zu laufen und uns hoffentlich vom Kraken nicht erwischen zu lassen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr hübscher Spielplan. Dann haben wir hier 3 hübsche Fische. Ach, die kriegen noch Hüte auf. Ha, okay, sehr fancy. Eine Würfel, ein paar Kristalle und das war's. Also ein bisschen weniger Luft hätte in der Box sein dürfen. Normalerweise ist da, finde ich, Moses eher mit vorne dabei, die Boxen wirklich gut zu füllen. Dieses Mal hätte es ein bisschen voller sein dürfen. Das hier sind die Hütchen für die Fische. Fisch mit Sombrero. Geil. Ja, also sehr lustige Geschichte hier. Kann man dem hier quasi den Sombrero aufziehen. Naja. Lustiges Gimmick. Ich hätte die Fische auch so schon schön gefunden. So, da hat man nochmal zusätzliche Hüte reingemacht. Und hier nochmal zusätzliche, warum auch immer, gehen die defekt oder braucht man die im Spiel? Ich weiß es noch nicht. Ich lasse mich überraschen. Werden wir eventuell spielen, müssen wir mal schauen, wie wir es zeitlich unterbekommen. Solltet ihr es unbedingt sehen wollen, lasst es uns wissen, denn wir werden auf jeden Fall den ein oder anderen Slot haben, der bis kurz vor Ende unbelegt ist. Und den wir dann dynamisch mit euren Wünschen füllen werden. Oder vielleicht auch am Vormittag ein Voting anstoßen und dann entsprechend abends oder nachmittags die Spiele nach euren Wünschen spielen werden. So, das ist jetzt raus. Flop. Und Krakwa. Voila. Nochmal 2 Spiele von Moses und die schauen wir uns jetzt nicht wirklich genauer an. Die wollte ich euch bloß kurz zeigen, der goldene Buchstabe und Rätsel durch die Zeit. Hierbei handelt es sich um 2 Quizcape-Spiele, das sind quasi Quiz-Rätselspiele und das wollte ich euch jetzt einfach mal so entsprechend hier zeigen. Wir haben auch hier irgendwie zum Reinstecken oder so. Interessant, hier gibt es dann Schubladen. Ich mache jetzt bewusst nicht weiter auf, ich zeige das euch bloß nochmal so kurz, dass hier Schuber sind, wie Kneipenquiz, gleiche Größe, finde ich sehr, sehr, sehr ansprechend gemacht, kann man natürlich auch super gut ins Regal stellen, das macht sich dann auch sehr, sehr cool. So, zur Seite, jetzt kommen die größeren Kracher, wir machen weiter mit Schichtwechsel und das ist von Thomas Spitzer, ein Spiel bei Spielefabel erschienen. So, erstmal hier jede Menge Typen mit Material. Es sieht schon mal sehr vielversprechend aus, wenn da so viel drin ist. Wir haben hier Promomaterial. Wir haben ein Säckchen. Ich mag Spiele mit Säckchen, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Einen Wertungsblock. Wir haben hier Karten. Nicht komplett eingepackt, sondern nur mit Banderole drumherum. Das gefällt mir schon mal gut. Das sind dann wohl unsere Zechen. Wir haben die Zeche Ministerstein, die Zeche Hannover, Zeche Konsolidation und noch eine Zeche Hannover. Warum auch immer. Die doppelt haben. Ja, egal. Vielleicht auch ein Fehler im Spiel. Wer weiß, falsch gedruckt, falsch ausgeliefert. Deutsche Mark, super witzig. Spielanleitung unten drin. Das Ganze ja in Deutsch bei Spielefable.
Und wir schauen da mal rein, wie groß tatsächlich die Anleitung ist. Sieht schön bebildert aus, muss ich schon mal sagen. Das gefällt mir. Ja, doch. Ich glaube, das liest sich ganz angenehm. Jetzt müsst ihr mal kurz gucken, Spieler da bloß Zechen. Das scheint tatsächlich ein Fehler zu sein. Weil hier sind vier verschiedene Zechen abgebildet. Und uns fehlt da ganz knallhart die Zeche Pluto. Okay, schon ein Fehler im Spiel entdeckt. Kann zurück. Nein, also muss ich mal anfangen, woran das tatsächlich liegt. Okay, und ein Stall voll Tüten unten drunter. Auch witzig, hat man einfach vorher ins Spiel reingepackt. Mal gucken, wie viel wir da tatsächlich brauchen. Und dann haben wir hier für alle, die es interessiert, den Spielplan. Und ich gehe davon aus, nein, aber hinten steht das Mehr Liebe zurück, Spielrückseiten, sage ich mal. Die, hier, schönes Cover, hinten noch was drauf gepackt. Gefällt mir. Könnte man häufiger machen, ist meine Meinung. Weil das wird viel zu selten erfahren, die Rückseiten von Spielplänen auch etwas Liebe. Ja, wenn man es so anschaut, ich finde auf jeden Fall schon mal gut, dass man hier auf Gewisses verzichtet hat. Nämlich, man hat hier verzichtet, die Schachtel unnötig dick zu machen und hat die etwas schlanker gelassen. Das ist schon mal sehr gut, weil dadurch spart man definitiv Platz im Regal, das spart auch entsprechend Platz im Lager bei den Spieleläden, das spart Platz im LKW etc. Finde ich gut, hätte der ein oder andere bestimmt dicker gemacht. Jetzt eines der Highlights vermutlich der diesjährigen Spiel ist Beyond the Sun. Und das ja bei Strohmann Games auf Deutsch, hier liegt direkt der Lieferschein mit drin, der ist nicht für euch bestimmt, hier haben wir nochmal Promokarten. Und die Regel, wir sind hier im gehobenen Kennerbereich, so hat Marcel es zumindest eingestuft. Ich denke, das dürfte passen, aber wir haben hier natürlich schon regeltechnisch ein bisschen mehr zu erarbeiten. Das ist nichts, was man kurz im Vorbeigehen macht. Und das möchte ja der Flo unbedingt spielen. Und ich glaube, das wird auch darauf rauslaufen, dass der liebe Flo die Regeln lesen darf. Ach. Und ich hoffe, das weiß er schon an dieser Stelle. Jedenfalls haben wir hier noch einen sehr kleinen Spielplan. Lecco Mio. Müssen wir aber schauen, wie wir das überhaupt auf den Tisch bekommen, sauber. Aber ich denke, das lässt sich irgendwie einrichten. Wir haben hier einmal diesen Spielplan. Und da kommt noch mehr um die Ecke. Holy Guacamole. Ne? Da haben wir nämlich nochmal einen extra Plan, der seitlich daneben gelegt wird. Wir haben hier Zugübersichten, sowas mag ich immer sehr gerne. Oh, das ist sogar schön dickes Material. Dann haben wir hier noch einiges an dicken, fetten Marker. Auch das schmeißen wir raus. Was haben wir noch Schönes? Wir haben hier die Karten, jede Menge Tokens, einen ganzen Stall voll kleine Würfel, Ressourcen und ein nicht besonders herausragendes Insert, aber es sieht so aus, als würde es seinen Zweck erfüllen. Dann haben wir hier verschiedene Fraktionen. Wie viele Spieler kann man spielen? Ich glaube bis vier. Und scheint aber hier auch eine gewisse Auswahl tatsächlich zu haben. Die Vereinigten Nationen von Sol. Oder sind das... Ne, das sind unterschiedliche. Standard. Ah. Und Experte. Ah, okay. Einmal jede Fraktion als Standard und einmal als Experte. Und hier noch lustig gemacht, dass man das entsprechend rausziehen kann, wenn man es rausziehen muss. Die Farbauswahl ist auf jeden Fall mal etwas speziell, wenn ich das so sagen darf. Mit lila, blau, so ein orange-rot und weiß. Das ist natürlich die Frage, ob das vielleicht der Tatsache geschuldet ist, dass Rot-Grün-Blinde das entsprechend gut spielen können. Natürlich die Frage, ob ich jetzt noch in die Karten reinschaue. Nee, das hebe ich mir jetzt auf. Für den Stream. So, das packen wir hier auch noch rein. Und dann packen wir den Spielplan und die Regeln alles wieder hier oben drauf. Das wird, glaube ich, eine ganz schöne Hausnummer werden, wenn wir das spielen. Ich glaube, das sollten wir mal 2 Stunden auf jeden Fall einplanen, auch wenn wir es vielleicht nicht komplett zu viert spielen
oder sogar vielleicht einen Teil abkürzen müssen. So, und aus gegebenem Anlass, vor kurzem gerade gespielt, der perfekte Moment, jetzt die Taschendieb-Erweiterung. Warum gibt es die nicht in der Deluxe-Version? Hier haben wir nämlich Diebe, ja, diebisches Gesindel. Und das ist direkt für bis 6 Personen, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau. Deswegen gibt es ja jeden Dieb einmal 3 verschiedene. Und die kann man entsprechend dann verstecken. Und es gibt diesen weiblichen Dieb, es gibt 2 weibliche Diebinnen. Die sind alle weiblich, ist ja witzig. Taschendiebinnen müsste das doch dann heißen. Und wir haben hier neue Karten mit drin. Und wir haben ja bemerkt in unserer Partie, dass das Auktionsmodul nicht unbedingt ideal ist. Wir haben hier neue Karten, die mit reinkommen, das ist natürlich cool. Klunker, okay. Was auch immer es damit dann auf sich hat. Die Auktionsmodule sind nicht unbedingt in jeder Spieleranzahl gleichermaßen gut. Das hat uns zum Beispiel gerade in der 5- und 6er Runde nicht so gut gefallen, weil wenn man hier entsprechend mit Auktionen das Ganze handelt, dann kann das nämlich nach hinten losgehen. Plötzlich hat einer keine Mappen mehr vor sich und ein anderer hat plötzlich viel zu viele und es kann dann ein bisschen einen faden Lauf nehmen. Deswegen hat Floß dann plötzlich auch überhaupt gar nicht mehr gefallen. Sanduhr finde ich witzig. Das könnte dem Ganzen nochmal ein bisschen ein Drive geben. Die Taschendieb-Erweiterung freue ich mich total drauf, auch das mit euch zu spielen. Cutterland, da war ich ja sehr skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ist ja ein Spiel, was man zerschneidet. Und ich lasse es jetzt auch mal alles mal drin, weil ich finde die Grafik irgendwie witzig, so ein bisschen sehr, so 8-Bit-mäßig angehaucht. Und ja, wir schneiden uns da unsere Puzzleteile zurecht. Und da bin ich schon mal sehr gespannt drauf, wie das Ganze dann sein wird und wie das funktionieren wird. Da brauche ich jetzt eigentlich auch gar nicht so großartig was dazu zu erzählen. Ich bin einfach tatsächlich gespannt, ob man sowas spielen kann. Und deswegen war es für uns eigentlich eine logische Konsequenz, das auch für den Stream anzufordern, weil mich das interessiert. So, oh, 3 Stück noch. Murph, das Herz der Seidenstraße. Ein O'Toole hat es illustriert und von Fabio Lupiano ist das Spiel. Ursprünglich von Osprey Games bei Giant Rock auf Deutsch erschienen und ja, was soll man dazu sagen? Expertenspiel halt, ne? Und da haben wir wirklich auch wieder jede Menge Stuff, einen hübschen Spielplan und unten drunter jede Menge Spielmaterial. Ich sag's ja immer, ein bisschen mehr Liebe für die Rückseite. Naja, schade. Hübscher Spielplan, gefällt mir optisch tatsächlich recht gut. Der hat eine hübsche Aufmachung. Samarkand, Kaschgar, die Händler der Seidenstraße. Tüten, ein paar Karten, eine große Tüte mit vielen kleinen Tüten drin. Material ist toll auf jeden Fall. Schöne Miepel in verschiedenen Größen, Stadtmauern, Häuschen. Ja, ich bin da sehr gespannt drauf. Auch hier positiv anzumerken, man hat die Schachtel ein klein bisschen dünner gewählt. Das ist nicht die Standardstärke und das macht sich immer gut. So, vorletztes Spiel für heute ist Kingdom Rush. Riss in der Zeit. So, das geht ganz schön schwer auf und das ist eine Riesenschachtel. Also da ist Murph nur nicht mal ein, oder gerade ein steiges Drittel. Und wenn ich sowas dann schon sehe, wenn eine Schachtel so aufgeht, kriege ich schon die Krise. Ja. Aufkleber. Anleitung. Szenarienheft. Ich mag ja eigentlich so Tower-Defense-Spiele. Das erinnert mich von der Grafik ein bisschen an
Vikings Gone Wild. Man merkt vielleicht Lucky Ducks. So. Und hier haben wir jede Menge Material. Geht noch eine Weile weiter, oder? Kann man schön Weg aufbauen, wo dann die gegnerischen Horden entlanglaufen oder auch nicht. Und immerhin ein Insert unten drin. Das hätte tatsächlich irgendwie geschickter gelöst werden können. Oh. Hübsch. Groß. Kann man zusammenbauen, nebeneinander stellen. Und hier auch entsprechend dann so ein reinstellen. So, und dann haben wir hier jede Menge dieser Tableaus. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Eine Katze. Vermutlich unsere Spielfiguren. Dann haben wir hier so Folien. Sehr cool, kann man die dann so drauflegen. Okay, es könnte ganz cool sein vielleicht. So vom Ding her. Dann haben wir hier entsprechend normale Angriffe, Fähigkeiten etc. Wenn die Schachtel nicht so groß wäre, ne? Ach, zum Aufklappen. Ach, das ist zu jedem Spieler ein Miniboard zum Aufklappen. Süß. Und das haben wir entsprechend für alle Spieler. Und jetzt eine große Frage, wie kommt hier jetzt alles an Ort und Stelle? Wir haben hier diese großen Tableaus, das sind diese hier. Wir haben hier die kleineren. Dass alles einfach oben drauf geworfen wird und hier die Puzzleteile dann rein. Ich weiß es nicht. Wir haben auch noch einen Schwung Karten. Oh, ich glaube, ich werde das nachher erstmal in Ruhe auseinanderbauen. Da ist ein bisschen was drin. Und unterschiedlicher Größe und Dimension. Ah, auf einer Seite komplett grün, auf der anderen Seite entsprechend der Weg. So hat man die Möglichkeit, da entsprechend das zusammenzubauen. Das gucken wir uns jetzt gleich mal im Szenarienbuch mal an. Jede Menge Tokens. Die pöppel ich nachher nochmal getrennt aus. Jetzt aber schon mal einen Teil der unnötigen Pappe loswerden. So, jetzt haben wir hier noch jede Menge Karten. Die schauen wir uns jetzt allerdings nicht an. Wir packen das Ganze hier jetzt wieder ein, weil es wartet noch ein weiteres Spiel auf uns, das auch ausgepackt werden möchte. Na, da könnte so ein bisschen... Na? So. Bisschen besser könnte es passen. So. Es ist hier oben natürlich mordsmäßig Platz. Ich hoffe, dass man dafür nicht irgendwelche Erweiterungen braucht, um den Platz zu füllen. Machen wir das jetzt einfach und legt das jetzt alles mal so rein. Und auch die Anleitung ist ganz schön fett für so ein Spiel. Aber das ist wieder typisch, ne? Kooperatives Verteidigungsspiel. Und gefühlt hat man hier dann 30 Seiten Anleitung. 24, okay. Szenarienheft, da schauen wir jetzt noch gemeinsam rein, wie das Ganze dann aussieht. Ah ja, so sieht das dann aus. So baut man das auf, okay. Ja, witzig. Ich bin auf jeden Fall gespannt und werde es mir anschauen in Ruhe. Oh, yo. Kingdom Rush ist in der Zeit. So. Welche Spielzeit sollten wir denn hier veranschlagen? 60 bis 90 Minuten. Einfaches Szenario vielleicht auswählen, dann kann man das im Stream auch realisieren. Letztes Spiel für heute. Dark Ages, das Heilige Römische Reich. Und ich glaube, da schauen wir jetzt gar nicht so viel an. Da kam Kleber mit. Das scheint entsprechend was falsch gelaufen zu sein. Eine super lange Anleitung. Das wird vermutlich was sein, das wir im Stream vielleicht anreißen.
aber nicht komplett spielen werden. Und deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht im Detail reinschauen. Das ist mehr so Sneak Peek. Mir gefällt ja tatsächlich, dass man hier die Karten so ein bisschen rausschmeißen kann. Das ist cool gemacht. Ein relativ reduziertes, aber funktionales Insert von Board and Dice hier in diesem Punkt. Und machen wir das mal hier drin. Hier kurz drauf. Hier super viel Minis in kleine. Hier unten dann so Befestigungsanlagen, Stadtmauern mäßig. Sehr cool. Das ist wirklich wieder so eine epische Materialschlacht. Das ist wieder was für den lieben Dennis. Der freut sich da nämlich diebisch drauf. Und unten haben wir den Spielplan versteckelt. Okay. Und jede Menge Marker. Na, wer hätte es gedacht? Wie hast du es gehört? Kann man den auseinanderfalten? Ah, so. Jupp. Ich kipp den ganzen Spaß mal. Denn wir haben hier unten drin zwei Tableaus mit Markern. Das sieht mir nach Spielerübersichten aus. Das ist so ein Spiel, das ist garantiert Ampeln. Und Böhmen und Schlesien, Mähren, ach Gott, ihr seht's, ich bekomme es hier gar nicht so richtig drauf. Rückseite sieht genauso aus, nur ein bisschen anders, vermutlich für eine andere Spieleranzahl. Und wenn ich das richtig weiß, kann man das Ganze mit dem anderen Dark Ages, glaube ich, kombinieren. Deswegen geht der Spielplan auf einer Seite auch nicht mit einer Punkteleiste aus. So, jetzt machen wir das hier wieder rein. Das wäre das. Dann packen wir das hier zwischen rein und den zweiten Tray drauf, die Spielertableaus drauf, die Punkte, die Markerchen, solange bis es ausgepackt ist, die mega dicke Anleitung drauf, diese Kleber drauf und wir schließen die Box. Nochmal eine kurze Zusammenfassung dessen, was ihr quasi voten könnt für unseren Livestream. Spiele, die ihr unbedingt sehen wollt. Wir hätten im Angebot Dark Ages, Kingdom Rush, Nerf, die Taschendieb-Erweiterung zu Der perfekte Moment, Beyond the Sun, Schichtwechsel, Cutterland, die Quizcapes, nicht zu vergessen entsprechend Kneipenquiz und Krakwa. So, stapel ich mich mir mal hier hoch. Flop, 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 flop. Ach, ganz schön viel. Dann hätten wir hier Picture Point, Rock the Bock und die Seefahrt ins Ungewisse, wobei ich das nicht spoilern werde. Wir haben griechischen Salat und Dogman, Little Factory, Last Message. Und jetzt muss ich mich hier lang machen, um rüberzukommen. Das perfekte Wort. Salto Vortale. Dieses schöne Wortspiel. Stop the Robots. Figure It. Und Espresso Doppio. Espresso Doppio. Apropos Espresso. Mein Kaffee ist jetzt kalt. Ich freue mich über jede Menge Kommentare von euch. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, nächste Woche in unseren Livestream einzuschalten. Und bis dahin wünsche ich jetzt viel Spaß beim Spielen. Macht's gut und tschüss zusammen.